Warum bist du Streamer? Heutzutage wollen viele Kinder und Jugendliche gerne YouTuber oder Streamer werden. Für viele sind Videospiele zu einer Leidenschaft geworden. Und so eine Leidenschaft umzusetzen, daraus eine Karriere zu machen, sein Leben zu finanzieren, das ist für viele ein Traum. Selbst ich kenne diesen Grundgedanken. Aber wenn man sich einmal in diese Materie reingearbeitet hat, dann weiß man, das ist nicht ganz so leicht. Und viele, die anfangen, geben sehr schnell wieder auf, weil sie einfach merken, das, was ich mir vorgestellt habe, ist gar nicht so leicht. Aber dann gibt es auch die andere Seite. Es gibt Leute, die wirklich viel Energie und Fleiß reinstecken und die es wirklich durchziehen, auch wenn es am Anfang wirklich nicht ganz so gut aussieht. Sie können sich immer weiter motivieren. Und was genau könnte die Ambition dafür sein? Zum Start des Videos einmal ein kurzer Shoutout vom Sponsor des heutigen Videos, Owned.tv. Bei Owned handelt es sich um einen Shop speziell für Streamer. Egal ob du bei Owned Emotes, Bitbadges oder Subbadges suchst, auf Owned wirst du fündig. Du bist auf der Suche nach einem neuen Logo? Schau bei Owned's Logomaker vorbei. Dort kannst du dir dein Logo individuell selber erstellen. Wenn du also deinen Channel umgestalten möchtest oder neu einrichten möchtest, dann schau unbedingt bei Owned vorbei. Du findest einen Link zu Owned unten in der Videobeschreibung, worüber du diesen Channel hier auch mit unterstützen kannst. Und jetzt frage ich dich noch einmal, warum bist du Streamer? Mach dir mal Gedanken, warum streamst du eigentlich? Was ist deine Ambition dahinter? Ich würde mich über einen Kommentar freuen, wo du einfach mal schreibst, warum du denn streamst. Im Idealfall, bevor ich dich jetzt spoiler. Mein allererster Gedanke ist einmal die Community. Ich durfte so unfassbar viele Menschen kennenlernen, welche einfach die gleichen Interessen haben wie ich. Gerade Zocker sind häufiger introvertiert. Und dadurch lernt man nicht unbedingt Leute so viel kennen, die wirklich die gleichen Leidenschaften tragen. Und ich durfte in diesem Jahr echt unfassbar viele nette, tolle Leute kennenlernen. Gleichzeitig geht damit eine riesige Wertschätzung von der Community einher. Ich hätte niemals gedacht, was die Leute für mich alles machen. Ich habe einen Zuschauer, welcher einfach ein Spiel für mich programmiert hat. Das war, glaubt, ein Turm, das größte überhaupt. Mit sowas hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Also vielen, vielen Dank dafür. Ein weiterer Community-Aspekt ist es, und damit habe ich nicht gerechnet, weil ich bin wirklich kein großer YouTuber bisher, ist es, dass Leute mich so langsam kennen. Zum Beispiel habe ich mit jemandem telefoniert und ich durfte feststellen, dass diese Person nervös wurde. Diese Person, die wusste halt, wer ich bin, und ich scheine schon so eine Art kleine Vorbildsfunktion gewesen zu sein. Aber auch die Tatsache, wenn ich nach meinem Stream Leute raide, gerade auch vielleicht kleinere Streamer aus der Community, es ist unglaublich, was da für ein Feedback kommt. Ja, aber Tung, durch das wäre das hier alles gar nicht möglich, verstehst du? Durch dich würden jetzt nicht die Leute hier so reinkommen in meinen Stream und so, weißt du? Alter, aber trotzdem, Tung, ich feiere dich so mega krass. Und jetzt stell dir mal vor, diese Thematik wird sich weiter ausbauen. Und du könntest quasi eine richtige Vorbildfunktion in so einer Community einnehmen. Das wäre mega, mega geil. Gleichzeitig finde ich einen wichtigen Community-Aspekt darin, Leuten zu helfen. Ich habe schon immer gerne Leuten geholfen. Ich habe Nachhilfe gegeben. Ich habe meinen Neffen Schwimmen beigebracht und all solche Dinge. Und ich möchte auch gerne Leuten mit dem, was ich hier tue, helfen. Ob das jetzt Streaming-Tutorials und YouTube-Tutorials sind, dass sie ihre eigene Karriere aufbauen können. Aber das geht auch in eine andere Richtung. Es ist nicht immer, das Leben kann nicht immer ganz positiv sein. Es gibt mal schlechte Momente. Und es gibt Leute, die kommen in deinem Stream rein und es ist gerade etwas nicht so Schönes passiert. Und ich schaffe es, diese Leute zum Lachen zu bringen. Ich schaffe es, diese Leute zu begeistern und abzulenken und vielleicht auch in schweren Zeiten durchs Leben zu bringen. Das ist etwas, was mega nice ist und auch eine richtige Ambition von mir,
was ich echt sehr, sehr gerne mache. Wenn ich es also mit meinen Videos und mit meinen Streams schaffen sollte, die ein oder andere Person irgendwie zu helfen und weiterzubringen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Neben dem Community-Aspekt gibt es noch einen weiteren Aspekt, auf den ich eingehen will. Und das ist die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung kann sich in vielen Bereichen niederspiegeln. Ein Bereich ist definitiv dieser Karriereaspekt und eben auch das Finanzielle. Ich habe eher diesen Standardweg genommen, wo alle immer drüber gesprochen haben. Mach dein Abitur, mach dein Studium, um einen guten Job zu bekommen. Das habe ich gemacht. Ich habe dann im Dienstleistungsbereich angefangen nach meinem Studium, habe anschließend auch mich schnell in eine Managerposition hochgearbeitet, habe also im Dienstleistungsbereich eine schöne Arbeitszeit von täglich 11 bis 20 Uhr gehabt, sprich, die Tage waren tot und bin mit unter 2 netto nach Hause gegangen. Und das ist tatsächlich nicht so ganz der Traum, den man sich vorstellt, wo man mindestens 5 Tage die Woche arbeitet, keine Zeit für andere Aktivitäten hat und dann auch finanziell nicht zufrieden ist. Und bei dem Streaming-Bereich gibt es einfach diese Selbstverwirklichung. Ich bin eigentlich für meinen eigenen Verdienst selbst verantwortlich. Das heißt, ich arbeite nicht für jemand anderen und meine Vergütung ist von mir abhängig. Das ist etwas, das kann eine sehr große Ambition und Motivation sein. Auch wenn gerade der Anfang sehr, sehr knackig ist und man viel Zeit reinsteckt, ohne etwas zurückzubekommen. Ein anderer Bereich, und den finde ich unfassbar wichtig, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Stream hat sehr viele Charaktereigenschaften von mir gefordert, welche nicht unbedingt gut ausgeprägt waren. Fangen wir zum Beispiel mit Disziplin an. Ich? Disziplin? Ich habe eine Hausarbeit bekommen. 2 Wochen hatte ich dafür Zeit. Die machen wir in den letzten 2 Tagen und dann kriegen wir das hin. Das ist bei dem Job heutzutage nicht mehr so gut möglich. Wenn ich ein YouTube-Video mache und das nur hetze, 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 dann wird die Qualität nicht gut. Und ich muss mir einfach ein gutes Zeitmanagement aneignen und diszipliniert arbeiten. Auch diese Motivation, wenn du merkst, das Ganze läuft nicht so richtig gut an. So habe ich zum Beispiel nach 6 Monaten auf meinem Kanal gerade einmal 50 Abonnenten gehabt. Das war für mich mit meiner Situation, der direkt auch Vollzeit in dieses Projekt reingestartet ist, natürlich so ein Schlag ins Gesicht. Und man hat auch viele Selbstzweifel. Ist das wirklich dieser richtige Schritt gewesen? Aber diese Motivation immer aufzubringen, diesen, sag ich mal, schweren Stein, die im Weg gelegt wurden, zu übersteigen oder wenn man mal hinfällt und etwas scheitert, dann wieder aufzustehen. Diese Motivation, die finde ich ist auch unfassbar wichtig, welche ich eben durch Stream lernen durfte. Aber es gibt noch andere interessante Bereiche in der Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, besser zu werden. Stück für Stück immer besser zu werden und auch in sich selber zu investieren, sich selber weiterzubilden. Denn das ist die beste Investition, die du machen kannst. Ob das jetzt ist, dass man flüssiger vor der Kamera spricht, wenn ich mir meine Anfangsvideos anschaue. Hey guys, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch einmal meinen Kanal vorstellen. Oh Gott, Hilfe! Dann bin ich heutzutage schon deutlich sicherer davor. Aber auch meine Introvertiertheit, meine Schüchternheit abzulegen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und wirklich etwas zu trauen, was ich glaube ich nur die wenigsten trauen würden. All diese Bereiche in dieser Persönlichkeitsentwicklung sind auch etwas, was mich maßgeblich motivieren, dieses Projekt immer weiter fortzuführen. Und genau das sind für mich die grundlegenden Dinge, warum ich immer und immer weitermache und warum ich überhaupt streame. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video den ein oder anderen Einblick geben konnte, warum Stream sowas Faszinierendes für so viele Menschen ist. Und ich hoffe, dir mit diesem Video weiterhelfen zu können. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao, ciao.